Guten Tag, mein Name ist Laura Karasek. Ich bin Rechtsanwältin, Schriftstellerin und Moderatorin. Und ich möchte Ihnen jetzt eine ganz schöne Weihnachtsgeschichte vorlesen. Diese Geschichte ist von den SOS-Kinderdörfern und ich persönlich bin ein Riesenfan. Viel Vergnügen. Es war einmal ein kleines Dorf inmitten tief verschneiter Berge. In dem war schon vor langer Zeit das Licht verloren gegangen, sodass nur seine Schatten übrig blieben. Und so wie im Dorf das Licht verschwand, so kam es mit der Zeit auch den Herzen der Menschen abhanden, die darin wohnten. Einsam und zurückgezogen lebten sie, jeder für sich, in der Dunkelheit und taten einander nichts Gutes. An jenem dunklen Ort lebte auch ein kleines Mädchen, das mit seiner Mutter in einem einfachen Holzhäuschen am Ende der Dorfstraße wohnte. Einmal an einem klirrend kalten Winterabend in der Vorweihnachtszeit kletterte das Mädchen in die enge Kammer des Dachbodens hinauf, um nach einer Decke für seine Mutter zu suchen. Dort entdeckte sie eine alte Holztruhe und als sie den schweren Deckel öffnete, fand sie darin Bilder aus alter Zeit, bevor das Licht aus dem Dorf verschwand. Eines der Bilder zeigte eine Familie in einer weihnachtlichen Stube und in ihrer Mitte einen festlich geschmückten Weihnachtsbaum, der mit seinem Licht alles zum Strahlen brachte. Ganz fest hielt sie das Bild in den Händen, denn nie zuvor hatte sie so etwas Wunderbares gesehen. Da blickte sie durch die kleine Dachluke in den Nachthimmel und wünschte sich nichts sehnlicher als das Licht für die Menschen zurück. Plötzlich sah das Mädchen einen hellen Stern, der mit leuchtendem Schweif vom Himmel fiel. Sein Licht war viel heller als alles andere und so konnte sie gut erkennen, wie der Stern am Fuße des Berges hinter den Bäumen verschwand. Erst meinte sie, es wäre ein Traum und doch wollte sie glauben, dass dieses Licht wirklich ist. Sie zog Mantel und Stiefel über und stieg hinaus in die finstere Nacht, um nach dem Sternenlicht zu suchen. Aber es war kalt an diesem Abend und der Weg zum Berg war weit. Tapfer stapfte das Mädchen durch den Schnee, bis ein Sturm aufkam, der so wütend blies, dass kein Weg mehr zu erkennen war und ihr nichts anderes blieb, als Schutz in einer Höhle zu suchen. Immer heftiger tobte der Wind und verschloss die Höhle unter dickem Schnee, bis das Mädchen noch tiefer in den Berg musste und keinen Ausweg fand. Die Kälte stieg ihr in die Glieder und weil sie so verzweifelt war, legte sie sich mit ihrem Mantel auf das Eis und dachte an das Bild mit dem Weihnachtsbaum und all seinen Lichtern. Als das Mädchen an den Baum dachte, fingen seine Augen vor Freude an zu funkeln. Und als sie im Eis ihr Spiegelbild erblickte, bemerkte sie, wie das Funkeln ihrer Augen plötzlich heller und heller wurde, bis es schließlich ganz und gar lebendig war. So schön und leuchtend, dass es der Höhle mit seinen Strahlen die Dunkelheit nahm und mit seinem Licht einen Weg nach draußen wies. Das Mädchen hatte das Licht in seinem eigenen Spiegelbild gefunden. Allein der Gedanke an den Weihnachtsbaum hatte seine Augen so hell leuchten lassen, dass dieses Licht zum Leben erwachte. Und so nahm sie es mit sich und brachte es zurück in ihr Dorf. Schon von Weitem sah man den Schein in der Dunkelheit, der durch alle Ritzen und Löcher in die finsteren Hütten der Menschen drang. Neugierig sprangen die Kinder an die Fenster und staunten über das Licht in der Ferne. Erst trauten sie ihren Augen nicht, doch dann rannten alle aus den Häusern auf die Straße und dem Licht entgegen. Man sah den Kindern die Freude und Hoffnung an, denn zum ersten Mal war ihr Leben voller Glanz und Wärme.
Als das Mädchen mit dem Licht im Dorf ankam, leuchteten auch die Augen aller anderen Kinder und aus jedem Funkeln dieser Kinderaugen erwachte ein neues Licht. So gingen die Kinder mit ihren Lichtern die enge Dorfstraße entlang und spendeten Licht für jede Laterne und jedes Haus, bis sie am Dorfplatz angekommen waren, in dessen Mitte ein großer Tannenbaum stand, der in den Jahren der Dunkelheit längst vergessen worden war. Die Kinder ließen ihre Lichter schweben und ein jedes setzte sich auf einen anderen Zweig, bis der Baum schließlich in vollem Glanz erstrahlte. Ganz genau so wie auf dem Bild, das das Mädchen auf dem Dachboden gefunden hatte. So erhellte das Licht des Baumes den ganzen Platz und das ganze Dorf in leuchtendem Schein und leuchtete auch in die Herzen der Menschen hinein, die all die dunklen Jahre zuvor nur gestritten hatten und für sich geblieben waren. Nun kamen alle Bewohner des Dorfes herbei und jung und alt versammelten sich gemeinsam um den leuchtenden Weihnachtsbaum. Und wo einst Streit war, war nun Gemeinschaft. Wo einst Sorge war, war nun Zuversicht und Freude. Dank des kleinen Mädchens hatte das Dorf sein Licht zurück. Und so wurde aus einem Leuchten in den Augen eines Kindes ein Leuchten, das die ganze Welt erhellt. Es soll daran erinnern, dass auch in dunkler Zeit ein Licht erwachen kann, das Hoffnung gibt. Ein Licht, das heller wird, wenn man es teilt, und das für alle scheint, die in Frieden miteinander leben. Wir wünschen allen ein leuchtendes Weihnachtsfest.